hätten können. Und man spricht ja auch immer davon, dass er ein sehr rasanter Autofahrer war. Und ich bin oft mit ihm auch mitgefahren, wo er am Steuer gesessen ist. Und ich antworte so, dass ich mich in seiner Nähe immer sicher gefühlt habe, auch im Auto. Und zum Zweiten, ich mache mir in Bezug auf diese Unfallnacht keinen Vorwurf und sage das ehrlichen Herzens und sage auch offen, wenn ich mir einen Vorwurf machen könnte, würde ich das nicht verkraften und nicht überstehen. Aber ich kann mir keinen Vorwurf machen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir uns verabschiedet haben, er stocknüchtern war. Ich habe da jetzt Obst schön aufgedeckt hier beim Sandwirt, Melone und Feigen und Kiwi. Ein paar Vitamine könnten Sie auch brauchen, Herr Petzen, in Zeiten wie diesen. Ich trinke keinen Orangensaft. Aber Sie frühstücken Zigaretten. Frisch, ne, aber der Orangensaft ist frisch gepresst, habe ich da jetzt festgestellt. Und dann, ja, das sind ja auch Vitamine. Absolut. Weil Sie gesagt haben, Jörg Heidel hat gesagt, Sie wären Lebensmensch, waren Sie da nicht argwöhnisch, weil er hat ja schon so viele junge Männer gefördert, von Karl-Heinz Grasser über Walter Maischberger, die immer in seiner Umgebung waren, die Heidersche Bubal-Partie wurde das tituliert, und hat sich dann von sehr vielen dann auch wieder sehr schnell getrennt. Also man hatte das Gefühl, er hebt sie zuerst hinauf und lässt sie dann sehr schnell fallen. Hat Sie das nicht abgeschreckt? Da zünde ich mir jetzt eine Zigarette an, um ein bisschen Zeit zu schinden, um nachzudenken, wie ich diese Frage beantworte, weil sie nämlich sehr gut ist. Und weil ich mir selbst auch manchmal diese Frage auch gestellt habe, in den Jahren zuvor auch öfter, ich für mich. Und ich kann sie nur mit dem beantworten, was er mir gegeben hat, gesagt hat und was er mir gegenüber gezeigt hat. Und ohne jetzt einem anderen, den auch begleitet haben, und wie den Gernot Humpolt oder so, das waren sicher auch ganz eigene Beziehungen, oder dem Walter Maischberger, oder glaube ich, dass es, was den Jörg und mich betrifft, in gewisser Art und Weise mehr war. Mehr an was? Mehr an Wertschätzung oder Liebe? Ich möchte das einfach so stehen lassen mit diesem Satz, es war mehr. Und dieses Mehr ist umfassend. Es war mehr und es war auch umfassend. Ja, auf vielen verschiedenen Ebenen, in vielen verschiedenen Facetten dieses Mehrsein und daher auch dieser Satz. War seine Frau eigentlich nie eifersüchtig auf Sie? Weil wenn er gesagt hat, sie wäre sein Lebensmensch, dann ist das wahrscheinlich für eine Ehefrau gar nicht so einfach, weil das will ja die Ehefrau sein, der Lebensmensch, oder? Ist sie auch. Ist sie auch. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil seine Ehefrau, mit der ist er seit 30 Jahren zusammen, sie haben zwei Kinder, sie ist eine wunderbare Familie, und das war diese Liebe zwischen Mann und Frau im geistigen und körperlichen Sinne, die etwas ganz, ganz Eigenes ist. Und das man nicht vergleichen kann, meine Ebene war eine andere Ebene. Die Claudia, das zeichnet sie auch aus, die hat immer auch diese besondere Verbindung, die ich zu ihm gehabt habe, die hat das verstanden und auch geschätzt und anerkannt und hat mich auch einmal in diesen Tagen in den Arm genommen und auch diesen Satz gesagt, ich weiß, dass du ihn geliebt hast auf eine ganz eigene Art und Weise. Das drückt das auch zum Ausdruck. Sie hat ihn geliebt als Frau und er hat sie geliebt als Mann. Und das war eine sehr gute Ehe, ganz eine tolle Familie. Die waren sich wirklich verbunden und ich war als bester Freund und Lebensmensch, was mein eigener Begriff ist, wo nur wir zwei wissen, was das bedeutet und auch nur, ist das zwischen uns bleiben soll, habe ihn auf eine ganz andere und eigene Art und Weise geliebt auch, ja. Herr Petzner, wir frühstücken hier im Hotel Sandwirt in Klagenfurt. Sie lachen, das freut mich ja richtig. Ich bin schon um einiges gelöst, als ich es in den letzten Tagen in den Medien erlebt habe. Sie schreiben ja eine Diplomarbeit über die Kraft der Musik, am Beispiel von Udo Jürgens. Mhm. Interessant übrigens, dass Sie sich da wieder so eine männliche Strahlefigur gesucht haben. Wichtig an ihm ist für mich, das ist ein kreatives Schaffen und das, was er geschrieben hat, diese über 800 Lieder, seit seinen ersten Anfängen, sein erstes Lied, das auf Noten gedruckt war, das war das Lied Jenny und das ist Mitte der 50er Jahre entstanden.
Und das zeigt auch, wie welche lange Schaffensperiode er hat. Und die Kraft der Musik, das ist auch dieser Diplomarbeitstitel, dieses unvollendete Werk, das irgendwo zu Hause liegt, das ist auch dieser Titel dieser Diplomarbeit, der ist auch sehr persönlich, weil ich in der Musik und in der Musik des Udo Jürgens Kraft, Halt und Trost finde und mich der Udo Jürgens durch seine Musik und seine Texte schon durch sehr, sehr viele schwierige Lebensphasen auch begleitet hat und auch jetzt in dieser Zeit begleitet. Welches Lied von Udo Jürgens würde denn jetzt am ehesten Ihre Stimmung beschreiben? Oh, das ist eine so schöne Frage. Die ist wirklich schön. Und er hat so viele Lieder geschrieben und ich kenne auch so viele, da müssen Sie mich jetzt ein bisschen nachdenken lassen. Welches Lied beschreibt jetzt am ehesten meine Stimmung? Und immer wieder geht die Sonne auf? Nein. Während ich nachdenke, antworte ich mir, ich habe ein Lieblingslied von ihm, das ist ein Lied, das dauert über neun Minuten, ist aufgenommen worden im Jahr 1980, da war ich noch gar nicht auf der Welt, mit den Berliner Philharmonikern, das Lied heißt Wort und das ist mein Lieblingslied, weil das genau ausdrückt, was auch das Wort für mich bedeutet und jetzt habe ich einen Titel auch gefunden. Das ist ein Lied aus dem Jahr 2000, das heißt Ich werde da sein. Der Refrain lautet, ich kann das auswendig, ich werde da sein mittendrin in Freud und Leid, ich werde da sein und auch für dich im Dunkel mancher Traurigkeit, ich werde da sein. Ja, und ich weiß, dass der Jörg da ist und ich weiß, dass andere für mich da sind und ich weiß aber auch, dass auch ich da sein werde für alle, die mich brauchen. Und ein zweites Lied fällt mir noch ein, genau auf den Jörg gemünzt, das ist ein Lied aus dem gleichen Jahr, vom gleichen Album, das hat den Titel Ich lasse euch alles da. Da geht es eben darum, dass in diesem Lied erzählt wird von einem Menschen, der Abschied nimmt und der seine letzten Worte an uns richtet und erzählt davon, dass er nicht vergessen ist, sondern dass er uns eben alles da lässt, was er war und gegeben hat. Und dieses Lied, ich lasse euch alles da, das ist sehr passend und sehr stimmig vom Text und der Musik derzeit. Aus dem Ö3 Gästebuch. Liebe Claudia Stöckl, ich habe mir manchmal gewünscht, auch einmal bei Ihnen Gast zu sein. Es freut mich, dass das Wirklichkeit geworden ist, weil Ihre Sendung etwas ganz Besonderes ist und diese Sendung anders ist als vieles andere. Der Ö3 Fragebogen. Ich bin? Ich bin eine alte Seele mit viel Gefühl und viel Intellektualität auch. Glück ist für mich? Zu leben. Erotisch finde ich? Hände finde ich ja erotisch. Ja. Herzklopfen hatte ich zuletzt? Als mir der Arzt gesagt hat, dass sie nichts mehr haben tun können. Geweint hatte ich zuletzt? Alleine heute am Morgen im Badezimmer. Der Morgen ist immer für mich das Schwierigste. Ja. Ich schlafe immer sehr tief und traumlos und man wacht auf jeden Tag von neuem mit der Gewissheit. Und das ist gerade in den ersten Tagen sehr schwierig zu akzeptieren. Meine letzte Liebeserklärung machte ich als? Das möchte ich für mich behalten. Glücklich war ich zuletzt? Glücklich war ich in den letzten Tagen nie. Und da ich antworte so, dass auf der Frage nach dem Glück, dass mit dem letzten Ratschlag von Jörg Heider, dass ich mich mehr freuen soll. Trost finde ich? In der Musik finde ich Trost. In der Musik von Udo Jürgens speziell. Treue ist für mich? Nicht so wichtig wie Ehrlichkeit. Ich bin ein Mensch, der sagt, es ist keine Katastrophe, wenn man untreu ist. Und es ist aber eine Katastrophe, wenn man es verschweigt, dass man untreu war. Ich bedauere das. Jörg und ich nicht mehr Zeit gehabt haben und uns nicht mehr Zeit geschenkt war. Mein Lebensmotto lautet? Lieber kurz und intensiv als lang und langweilig. Und war das nicht auch das Lebensmotto von Jörg Heider? Ob es ein Lebensmotto war, das glaube ich nicht, aber dass er so gelebt hat, das ist im Rückspiegel gesehen
so gewesen, ja. Meine letzten Worte sollen sein: Danke.